Pass auf dich auf. So, also Ghost Exile. Wir haben keine Kameras erreichbar. Sehr schön. Ich denke mal, das ist so ein bisschen wie Phasmo. Wir haben ja nicht reingeguckt ins Tutorial, weil wir es nicht nötig haben. Was ist denn das hier? Was? Mit dem Viereck da. Ja. Wie geht denn nochmal Hocke? Bewegungssensor vielleicht? Oh nee, nicht wegschmeißen. Wie geht denn noch, geht hier nochmal Hocke? Ach doch, nee, schon gut. Wie platziere ich denn Sachen hier? Wir brauchen kein Tutorial. Nö. Ich brauche kein E. Oh, hier eine Akte. Willst du die nehmen lieber? Ich kann das mit E hier nicht platzieren. Bestimme den Geistertyp, führe ein Ritual des Exils aus. Erreiche bei dem gesamten Team null Verstand. Bezeuge ein paranormales Phänomen. Nimm ein Foto von dem Geist im Jagdmodus auf. Betäube den Geist während einer Jagd mit Räucherwerk. Oh Gott, ey. Das Schlimme ist, wir müssen zum Schluss. Mein Gehirn. Also das Spiel ist vom Prinzip. Das Spiel ist vom Prinzip wie Phasmophobia. So. Aber wir müssen am Ende der Runde. Da ist ja schon ein bisschen was los, nicht? Hörst du mich? Wir sind nicht mal drinne. Hallo? Es ist ja wie Phasmo nur krasser, oder? Verarscht die mich? Hallo? Hallo? Hörst du mich? Ich höre dich nicht. Hörst du mich? Jetzt ja. Aber nur in-game? Ja. Moment. Warte, warte. Was war los mit deinem Ton? Ich habe mich aus Versehen auf Discord gemutet. Ich denke so, ich dachte die ganze Zeit, du verarschst mich. Ich wollte gerade sagen, das ist vom Prinzip wie Phasmo, aber am Ende müssen wir ein Ritual durchführen. Mhm. Und diese die Spracherkennung, die du gemacht hast, die dient dazu, wir müssen, dann kommen so eine komischen Geisterwölkchen, dem müssen wir folgen und da ist ein Portal und da müssen wir immer sagen, schließen, 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 damit die zugehen. Zu viel auf einmal, das schaffe ich nicht. Ja, ich habe auch noch nicht das ganze Spiel gerafft, aber wir werden da schon reinfuchsen, denn ich würde sagen... Nimmst du die Akte? Ja, kann ich, aber ich weiß nicht, wie ich das Ding hier ablege. Ich kann es nur wegschieben. Du kannst auch mehrere Sachen nehmen. Ja, aber ich kann das hier, ich kann mich nicht hinhocken, ich kann das nur, ich weiß nicht, wie ich das platziere. Wie hast du das beim Phasmo gemacht? Mit F? Vielleicht geht das hier nicht. Das ist und bleibt ein Rätsel. Ja, vielleicht geht das hier nicht. Okay, ich soll das Buch mitnehmen. Ja, die Akte da. Die kann man, glaube ich, nicht mitnehmen. Doch, auf E. Nein, da kannst du nur reingehen. Ich nehme mal dieses komische Ding mit. Achso, ich dachte, die kann man mitnehmen. So, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal rein. Zumindest habe ich eine bessere Taschenlampe als bei Phasmo, ey. Wir haben auch... muss ich mich entscheiden zwischen Taschenlampe und Thermometer? Das wäre ja ärgerlich. Oh nein. Das für eine Musik schon. Ist halt wirklich so. Oh, Heidi. Ich gehe rein. Oma Waltraud. Die schläft wieder schlecht. Wie geht denn die Tür auf? Warte, ich nehme mal Temperatur. Ja, wir haben Minustemperaturen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Geist hier ist. Wie, Mann, habe ich gerade Gänsehaut gekriegt, ey. Ist das eklig, ey. Ja, viel schlimmer ist, wieso muss ich mich denn entscheiden? Gibt es hier einen Stromgenerator? Bestimmt im Keller. Das ist ein Wandschrank. Also wie das mit dem Ritual funktioniert, weiß ich noch nicht genau. Ah, ich gehe mal in den Keller, ne? Hier muss ja irgendwo Strom sein. Warum standen die da eben? Hat sich verlaufen? Die hat sich verdreht, würde ich sagen. Der ging's nicht gut. Was? To turn this on, you need to restore the power supply in the house. Ja, klar. Und das wäre wo? Die kommen auf mich zu. Du, Oma Waltrauds Rollstuhl ist noch im Keller. Das ist mir wurscht, das Kind kam gerade. Oh nee, mit Kindern, das ist ja ätzend, ey. Ja, Kinder sind eklig, ne? Ich hasse Kinder. Widerliche Kreaturen. Oh, die haben hier Heinekenbier. Oh, cool. Ein Stück Heimat. Aha. So, wunderbar, dann brauche ich die Taschenlampe nicht mehr. Also in dem Raum hier haben wir 0 Grad. In allen Räumen haben wir 0 Grad. Hier liegt ein Handy, kann ich das einstecken? Nö. Ah, hier hat einer nicht aufgegessen. Das kam wohl alles sehr plötzlich hier.
Nee, im jeden Fall, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln, um erfahrener zu werden. Trigger ich den eigentlich so? Ich weiß gar nicht, wie hieß denn der Geist? Keine Ahnung. Ich habe hier ein Schloss, aber ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Lol. Ich muss die... Ach so. Ich schieb dich hier im Backofen, komm her. Ich habe hier einen USB-Stick. Naja, jetzt ganz schön unordentlich hier. Ich habe ein Feuerzeug, ich werde das mal untersuchen. Das Feuerzeug wird benutzt, um Kerzen und andere brennbare Materialien anzuzünden. Aber wie kann ich das nehmen? Was ist denn hier noch dran? Wie kann ich mich wieder ducken eigentlich? Ich glaube, ducken geht nicht. Hä, wie soll ich denn dann da rankommen? Ey, ich habe hier ein Feuerzeug und einen Ausweis. Oh, 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 auf dem Ausweis steht der Name vom Geist. Wie kann ich denn das? Warte mal. Mit Tab, also Tabulatortaste. Welche ist denn das? Pfeil links, rechts. Hä? Ah, da. Kann ich das auch sehen? Loading. Ich gehe einfach darauf. Ich kann kein Englisch. Sorry, Leute. Vorher Ausweis. Untersuchen. Der Name und Vorname sind deutlich geschrieben. Vermutlich war das der Name des Geistes. Bla, bla. Ja, aber hä? Er ist gerade 10 Jahre. Er sieht aus, als war sein Name Amelie Thomas. Er ist gerade 10 Jahre. Amelie Thomas. Okay, also wir müssen herausfinden, um welche Art von Geist es sich handelt. Ja, um Mädchen. Mädchen sind so ihre eigene dämonischen Spezies. Ja. Gott, ey. Ja, die Interaktion. Warst du das mit dem Telefon? Ich bin das alles. Okay. Ich klicke da immer rauf. Achso, mein IMF piept. Ich wollte gerade sagen, was piept denn hier? Nee, ey? Das ist mein Thermometer. Okay, dann bin ich es nicht. Was hier war doch wieder was eben. Hä? Hier hat doch irgendwas geleuchtet, oder bin ich doof? Ich habe hier 11 Grad. Doch, hier das Schloss, hä? Wieso, was ist denn hier mit... Warte mal. Jesus, was ist denn das hier? Wie dicht musste ich denn da rangehen, um das hier aufzukriegen? Ich habe einen leeren Koffer gefunden, aber ich weiß nicht, wofür der gut ist. Ja, und ich habe hier ein Schloss, was die ganze Zeit blinkt, wenn ich da rangehe, aber ich krieg's nicht... Ach so, ja, du brauchst einen Schlüssel. Ein Schlüssel. Bist du oben? Nein. Ich habe hier 8 Grad und das Licht geht an und aus. Was ist denn der Kack hier? Was ist denn hier? Akte? Wo ist denn der Scheißschlüssel? Hier sind Stifte. Stifte. Was ist das? Eine Urne oder was? Hm. Ah, die Killschublade. Wofür ist das hier? Bild vom Hund sieht aus, als wäre der tot. Cool. Das hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert. Hey, Direction. Wo ist denn der Schlüssel? Die Türen, die sind ja angegeben, die man aufmachen kann. Ist das bei dir? Ich bin mir unsicher, ob das bei mir ist. Ich kann das nicht zuordnen. Was war das denn? Ich... Bist du hier, kleines Mädchen? Irgendwo ist hier, glaube ich, der Schlüssel, sonst wird das ja nicht ganz halt leuchten. Also wir müssen auf jeden Fall Beweise sammeln. Ja, ich will hier diese blöde Truhe aufkriegen. So. Was war das denn? Das bin ich? Hä? Mit B? Die macht bei mir immer das Licht aus. Sehr frech. Ist auch ziemlich verwüstet hier, das Arbeitszimmer. Es könnte sein, dass die hier oben ist. Man kann in die Hocke gehen. Echt? Ja, mit STRGB oder wie. Ach, mit Steuerung, lol. Ja, was weiß ich wieder. Also muss ich jetzt einen Schlüssel finden, aber wo ist dieser blöde Schlüssel? Ich weiß nicht. Also hier habe ich 20 Grad. 14 Grad? Hä, hey, was hat jetzt hier geleuchtet? Oh, ich hab schon richtige 10. Hallos, Alter. Ihr Map. Ich bin hier raus. Es ist dunkel. Ja, der Strom ist weg.
Ist ja faszinierend, Jasmin. Ich will hier weg. Meine kognitiven Fähigkeiten sagen mir, dass wir hier nicht alleine sind. Ich bin im Schrank, ich habe Tränen in den Augen und ich habe keinen Sort. Ich habe ein Ouija-Brett gefunden. Willst du es ausprobieren? Nein, danke. Ist es vorbei? Aber wie platziert man denn dieses blöde Ding hier? Scheiße, EMF schlägt richtig aus. Ich glaube, der ist bei mir. Ich mach's kurz aus. Oh, ich glaube. Oh nein, jetzt hat nicht die Tür zugemacht. Oh Gott. Nein, nein! Irgendwas klopft hier. Bist du unterwegs? Ich bin im Schrank. Ruf mal Frau Thomas. Nee, ich rufe jetzt gar nichts. Oh Scheiße, ich glaube, die ist hier. Du hast keine Tür geöffnet, oder? Nein. Ich glaube, die ist hier bei mir irgendwo. Ich weiß immer noch nicht, was genau wir für Beweise so suchen müssen. Ist mir scheißegal, auf jeden Fall ist es creepy, ey. Hier knackt sie die ganze Zeit bei mir. Meinst ich mag den Schrank gar nicht aufmachen, ey. Meinst du, die ist unten bei dir? Oh, oh. Hier war gerade irgendwie was Lichtmäßiges. Bist du hier drin, ne? Keine Ahnung, ich bin unten. Ich such dich jetzt. Ja, ich bin hier in dem Schrank. Hier. Wo? In dem weißen. Wenn du in den einen Raum reinkommst, gleich links. Wenn ich in den einen Raum reinkomme? Ja. Hast du deine Taschen auf Arm? Ja. Hallo. Na? Ich mach mal das Licht wieder an, ne? Ja, warum hast du mich jetzt aus dem Schrank geholt, wenn du das noch nicht hast? Ich weiß nicht mehr, wo war denn der Keller? Ah, hier, ich hab ihn. Ja. Nee, ah, hier. Geht gar nichts. Oma Inges Rollstuhl dran vorbei und dann können wir die Heizung auch anmachen. Das Licht. Hast du? Ja. Mann. Oh. Kannst jetzt alle Lichtschalter drücken. Kranke Scheiße, ey. So. Aber ich würde gerne mal wissen, wo der scheiß Schlüssel liegt. Ich würde gerne mal wissen, wie ich hier Beweise sammle. Ich hole mir eine Kamera oder sowas. Ich weiß nicht, was wir noch haben. Ich habe oben diesen... Ich glaube, das Teil, was ich da habe, ist ein Dots-Projektor. Warum ist das Licht hier aus? Aber ich bin mir nicht sicher, wie genau ich den benutze. Wo ist hier der Kack-Lichtschalter? Ich nehme mal so eine Kamera mit. Ey, wie viele Sachen kann ich mitnehmen? Genug. Du kannst auch voll viele Beweise einstecken. Wieso ist denn hier das Lichtschalter? Ich brauche den Schlüssel, Leute. Wo kann der Schlüssel sein? Hier war ja nichts mehr. Weißt du, wie die Kamera funktioniert? Ja, Patrick, ich habe das Spiel schon richtig oft gespielt. Hier hängt eine Tür. Warum hängt hier eine Tür? Ach, die geht alleine. Was war denn das? Den Schlüssel, bitte. Die geht alleine an und aus. Hast du schon alles durchsucht? Hier ist die Garage. Was ist denn das überhaupt hier, was man... Ich habe einen grünen Schimmer an der Lampe, aber ich denke nicht, dass das was zu sagen hat. Hast du schon alles durchsucht? Überall? Oh Gott, bist du doof, ne, oder ich, was? So ein bisschen, so ein bisschen. Ja, wegen dem Schlüssel meine ich jetzt. So. Nee, Schlüssel habe ich noch nicht gefunden. Hüpfen kann man nicht, okay. Okay, die ist auf jeden Fall oben. Die pullert. Die pinkelt ins Waschbecken. Muss ich pinkeln. Okay, so. Hol doch nur den blöden Schlüssel. Aber macht die jetzt hier nur Krach im ganzen Haus oder ist die hier im Badezimmer? Ich. Wo könnte denn der Schlüssel liegen? Wo bist du? Mal, eigentlich, wenn man da reinkommt, dann liegen ja meistens Schlüssel, ne? Ich sehe jetzt halt keine Orbs auf der Cam. Aber die Grafik ist ja mega, oder? Jo, finde ich auch. Aber ich weiß auch nicht, ich hab das nicht, wie ich diese blöden Sachen hier... Lol. Hä? Ich verstehe nicht, wo der Schlüssel sein soll, hä? Na, zumindest steht unser Zelt gleich nebenan. Genau. Also ich sehe dich jetzt auf dem Bildschirm.
Ach so, kann ich das hier platzieren? Aha. Du filmst den Boden. Die zeigt auf dem Boden. Jetzt sehe ich deinen Arm. Ja, jetzt sehe ich den Raum in der Badewanne. Jetzt sehe ich die Badewanne und so. Ja, ich bin noch so ein bisschen am Rumdoktoren, Ja. aber ich glaube, ich komme langsam drauf. Strich ist ganz oben. Ja, ich bin hier auch nicht alleine. Ja, das weiß ich. Das ist mir klar, ey. Wie habe ich das gemacht jetzt? Also so? Hey, wie macht man denn hier weiter? Was gucke ich mir jetzt hier an? Ist das Ach jetzt so, an? Ach, ah, ja, okay. aha! So geht das hier. Ja, guck mal an hier, ganz clever. Ist die an? Denkt er. Ist an. Okay, was habe ich noch für coolen Stuff dabei? Thermometer. Ach, ey, wo ist denn der Schlüssel? Ich habe hier im Badezimmer 7,6 Grad. Ich will den Schlüssel haben. Wo ist der? Okay, ich. Ja, im Badezimmer ist gerade Klopapier runtergefallen. Oh. Bedauerlich für jeden, wo die Nougatspalte voll geschmiert ist und der nicht abwischen kann. Lecker. Aber der Schlüssel, der muss doch generell eigentlich. Also, oh, da ist noch ein Keller. Nee, danke, ey. So stelle ich mir so eine Nutella-Fabrik vor, weißt du? So eine Maschine geformt wie zwei Arschbacken, wo einfach so die Schokolade rausläuft. So, hier geht's ja noch weiter. Geht die Tür nicht auf hier? Du hast ein IMF bei dir, ne? Schalt doch mal Ja. das Licht an, du olle Kackbratze, du freches Gör. Ich hole mir jetzt auch noch was aus dem Auto und dann bringe ich das noch mit nach oben. Hattest du jetzt geguckt, ob oben Schlüssel liegt? Nö. Ich war Hast du nicht ge. beschäftigt. Was? Wo war ich denn eben? Ach so, hier. Ich wollte gerade sagen, verändern sich hier die Räume? Das nehmen wir mit. Was auch immer das ist. Und den kann ich jetzt nicht nehmen. Warum nicht? Bin ich voll? Thermometer braucht man nicht. Oder ich nehme ein Buch mit. Oh, mal gucken, ob die was schreiben kann. Du, 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 du. Auf der Geisterjagd, da ist immer was los. Die 10-jährige Thomas, die wird ganz groß. Der Schlüssel muss doch hier irgendwo dann auch in der Nähe sein. Wie war denn? Zählt das? Ja. Okay, ich habe ja noch so ein anderes Ding. Vielleicht kann ich damit mehr anfangen. Oh, ich habe Feuer gemacht. Warst du das? Ja. Okay. Ah, ein Bewegungssensor. Cool. Ich will die Kiste aufmachen. Immer noch. Mann! Ist ja nicht auf Wie hieß Spiel. die nochmal? Irgendwas mit Thomas, ne? Ich habe jetzt halt nur so ein Feuerzeug, was ich untersuchen kann. Kann ja auch nichts nehmen, irgendwie. Oh, ärgerlich. Hä? So. Ich kann nicht mal die Schranktüren aufmachen hier von dem einen Schrank. Sie hat doch das Klopapier fallen gelassen. Sie hat ein paar Mal an der Tür gewackelt, das Licht ausgemacht. Oder wechselt die den Raum? Oh, dann kriege ich aber ein zu viel da. Junge Dame, wo bist du? Boah, hier ist der Keller, ne? Im Flur ist auch so ein bisschen Nee, in den Keller gehe ich Chaos. nicht, ey. Die macht nur Dreck, ey. Typisch Kinder, weißt du? Die sind das Letzte. Die macht alles unordentlich hier. Was Und in blinkt einer denn Tour da? das Licht aus. Ich habe noch eine Haarbürste. Jasmin, musst du deine Haare kämmen? Nee. Willst du dir vielleicht einen wichsen? Na also. Es krabbelt! Ich hasse es, wenn es krabbelt! Ich hab dich bis hier drüben gehört, Es ey. tut mir so leid. Ekelhaft, ekelhaft. Kommt es raus? Es kommt doch nicht raus, oder? Ich hab's nur poltern hören. Oh mein Gott.
Das kommt aber nicht raus, oder? Es krabbelt, Jasmin, es krabbelt. Oh mein Gott, sie ist in der Evolution zurückgekehrt. Krabbeln mag ich auch nicht. Nee, sie ist 10, sie kann noch laufen. Was zum Teufel ist ihr verdammtes Problem? Du. Ja, ja. Aber meine Sanity ist schlechter als deine, also ist sie näher bei mir. Aber wieso bildet sie sich denn zurück? In, so evolutionstechnisch gesehen müsste sie auf 2 Beinen laufen und nicht krabbeln. Kacke, ich finde den Schlüssel nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also eine Dings haben wir schon abgehakt hier. Bezeuge ein paranormales Phänomen. Ja, aber wir haben immer noch keine Ahnung, was es ist. Wir haben keine Orbs, wir haben keine Laserprojektion, wir haben... IMF hast du gesagt, war auf 5, ne? Auf 4, glaube ich. War schon ziemlich hoch. Vielleicht kriegen wir noch eine Geisternotiz oder eine Antwort mit der Geisterbox. Keine Ahnung, ich will den blöden Schlüssel haben. Hier ist dunkel. Spuren von denn? Ektoplasma? Bäh. Wie sehe ich das denn mit der Cam, ne? Ich habe irgendwie gerade ein komisches Gefühl. Mhm. Liegt bestimmt an deinen Gefühlen. Nee. Wo war die Treppe? Hier. Wo ist die Treppe? Ja, ich gehe gerade hoch. Ja, ja. Die war ja auch hier. Irgendwas blinkt hier rot. So streifenmäßig zwischendurch. Bin nicht sicher, ob die mit mir reden kann. So, ist hier vielleicht irgendwo ein Schlüssel? Ich hab einen Schlüssel. Toll, ich frag ihn die ganze Zeit. Ich bin hier nicht allein. Oh Gott. Jasmin, du Penner! Ich hab mich des Todes erschrocken. Was fiebt denn hier so? Oh, die hat ins Buch gemalt. Echt? Echt? Oh, das ist cool. Oh, wie legt man das nochmal hin? Mit G. Da. Sieht nicht so nett aus, was sie da gemalt hat. Doch, das ist doch freudig. Guck mal, die halten alle Händchen. Du hast jetzt den Schlüssel. Und die Linke lächelt sogar. Ja, ich habe einen Schlüssel für die Kiste. Geh mal gucken, was da drin ist. Oh. Scheiße, wieso ist denn hier Licht ausgegangen? Keine Ahnung, was dieses Aufnahmegerät aufnimmt. Jetzt mal Ton. Komm. Das hört sich ja an wie ein Schaukelstuhl. Okay, in der Kiste ist ganz viel Knöpfe und so und ein paar Schlüssel. Aber du kannst nichts nehmen. F4. Ich muss hier kurz raus, Alter. Ich muss kurz meine Hände. Ich kann aus der Kiste aber nichts rausholen. Ah, ja. Die masturbieren echt in jedem Zimmer. Alter Scheiße, ey. Oh, ein Wauzi. Oh, heftig. Das Spiel killt mich gerade, ey. Wo ist meine Taschenlampe? Ich bin draußen. Warum? Warum? Ich, oh Gott. Weil ich kurz einmal durchatmen muss und meine Hände trocknen. Da ist die Tür, da ist die Tür, da ist die Tür. Okay. Ich wollte auch einmal kurz rausgehen. Alter, die Geräusche sind die heftigsten. Wir müssen ja auch noch. Deine Kamera ist aus. Ach nee, doch nicht. Wir müssen ja auch noch diesen blöden Exorzismus durchführen, ne? Aber ich glaube nicht, dass sie da in dem Raum ist. Aber sie hat dort ins Buch geschrieben. Ja, aber die ist, glaube ich, überall. Ich habe nämlich überall, also wo ich die Treppe war, im F4 gehabt. You need to choose 3 evidence. Also, wir brauchen 3 Notizen. Kann man denn am Feuerzeug untersuchen? Gar nicht. Wir haben halt den Infrarotbewegungsmelder, die Laserprojektion, Gefriertemperaturen, Geisterorbs, Dunst. Hast du irgendwelche Ausdunsungen gesehen? Mhm. Nur Geräusche, ey. Da flackert irgendwas rechts unten. Und IMF ist nur 4, hast du gesagt, ja? Ja, bis jetzt hatte ich nur 4. Boah, ey, das ist aber ein Spiel, ey. Ich dachte gerade, die kann sogar hier rauskommen. Aber du bist gegangen. Geht nicht, Licht, oder? Oh, wo ist denn der Lichtschalter, ey? Ich glaube, ich muss im Keller wieder anmachen. Kommst du mit rein? Es flackert das Licht.
Ja, der Strom war wieder aus hier. Ah, die Spannwirkung des Hebels ist einfach zu stramm eingestellt. Seh dich. Kuckuck, hallo. Ach du, oh Gott, ich denke, was ist das Rote da? Da irgendwas leuchtet, was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, was war das? What the fuck? What the fuck? Oh mein Gott, was war das? So, wo ist denn die Kiste? Warte mal, wo waren die nochmal? Da ist nichts drin, Schlüssel, Münzen. Ja, möchte ich trotzdem gern selber. Wo selbst war? Im Flur wird masturbiert. Also ich komme hier nicht klar mit den Räumen, ey. Vielleicht war der Bewegungsmelder zu tief, aber der rote Dings hat doch auch nichts aufgenommen, ne? Was bedeutet das mit den Schlüsseln? Der rote Laser hier. Wieso kann ich hier eh drücken, aber da passiert nichts? Also mit dem roten Laser siehst du so gut wie gar nichts. Ja, leck mich doch am Arsch. Nee. Radio aus, junge Dame. Ist Schlafenszeit, ne? Wir haben es schon ein bisschen spät. Boah, was verbrennt denn der da drüben schon wieder, ey, Alter? Bluh. Also ich kann mit dem Trackman hier gar nichts aufnehmen. Trackman. Ich hab mich mal Fingerabdruck gemischt. Die macht halt überall die Lichter aus. Spielt mit dir. Sie spielt mit meinen Gefühlen. Okay, sie hat in diesem Raum ins Buch geschrieben. Dann ist es vielleicht doch das Zimmer? Ich weiß nicht, vielleicht ist das Zimmer auch gar nicht ausschlaggebend. Hm. Man Alter, hätte... Voll die schlechten Geisterjäger hier, ey. Man hätte vielleicht das Tutorial mal probieren sollen. Nö. Oh Gott, Jasmin! Ibims. Was willst du hier oben? Ich will gucken, ob es hier noch irgendwas zu holen gibt. Kannst du mit uns reden? Oh, ey, schalt das. Ich hab dich lautlos gemacht im Game. Jetzt hat er auch noch seine doppelte Stimme hier, das ist ja... Jasmin... Google? So aus. Lol. Ubel! Ich ubel mal, was das für ein Geist sein könnte. Ich trigger das Ding jetzt mal. Hier ist was geflogen, IMF. Ja? Vier, immer noch. Ja, es geht nicht auf 5. Aber mir hat hier gerade irgendwann was entgegengeschmissen. Hm. Oder ist mir hier was gelaufen? Oder ist das komische Brett? Irgendwie glaube ich, sie hat ein Problem mit mir. Macht nichts, haben einige. Ja, aber... Einige können mich durch den Computer nicht erreichen, sie schon. Oh, Handabdruck an der Tür. Keine Kameras erreichbar. Handabdruck? Hast du gehört? Ja, hier an der Tür. Wo bist du denn? Oh. Ist er abgehauen? Nein. Ist die... Meinst du der Handabdruck, das sind denn Spuren von Ektoplasma? Mhm. Wie kannst du den Handabdruck sehen? Mit meiner UV-Lampe, die ich mitgenommen habe, du Jaffel, ey. Ah, okay. Ja, dann werden das wohl Spuren von Ektoplasma sein, die von ihrer paranormalen Erscheinung hervorgerufen wurden. Hier ist ja noch Wasser in der Wanne. Ey, hier liegt ein Kreuz in der Wanne. Und sie hat irgendwas gesagt, ich weiß nicht. Wer ist denn hier heute, der Schisser, du oder ich? Okay, also IMF ist es nicht. Wir haben jetzt nur Spuren von Ektoplasma und Geisternotiz. Hab ich doch gerade gesagt, Alter. Hier liegt ein Kreuz in der Badewanne. Ja, ich weiß aber nicht, wofür das gut ist. Ups, Licht ist schon wieder aus. Vielleicht waren die sehr religiös und sind nur christlich baden gegangen. Hörst du das? Warten.
Scheinbar nicht. Nein, der kann nicht mal aufhören, das Licht auszumachen. Ja, das nervt halt wirklich, ne? Die hat keine Geduld, dieses Mädel. War ich das? Das war ich nicht. grüne Laserbewegung. Oder warst du das? Hä, ich bin hier in dem Raum drinne. Ich halte mal den Laser im Auge. Was ist das denn? Wie soll ich ihn dem im Auge behalten? Nein, ich. So. Ist der wegen mir angegangen? Hat der mich wahrgenommen? Bin ich eigentlich dein Geruch. Oh, du hast eine SMS gekriegt. Nee, das ist... Ja, toll, Patrick. Ich habe keine Ausdauer, um zu fliehen und die Tür ist zu. Ich bin voll am Arsch. Bitte tu mir nix. Bitte tu mir nix. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die ist voll an mir vorbeigejumpt eben. Ich habe mich gerade mit Hilfe meiner Nougat-Schleuse 1 Meter größer gemacht auf dem Stuhl. Ey, die ist voll an mir vorbeigelaufen, ne? Ja, die hat nur ein Problem mit mir. Ist männerfeindlich, Alter. Dieses Mädel. Die ist voll an mir vorbeigekrabbelt, keine Kamera erreichbar. Warte mal, aber das war denn die grüne Laser. Wie gibt man das denn ein? Mach ich gerade, wir haben nur ein Buch. Ach so. Also Spuren von Ektoplasma, Geisternotiz und eine Laserprojektion. Nee, Infrarotbewegungsmelder ist das. Ach, die ist voll an mir vorbeigekrabbelt. Ist ja ein Bewegungsmelder. Warte, ich muss einmal hier unser Lexikon durchsuchen. Steht doch auf wen die reagiert? Nee, ne? Nee. Alter, mein Sanity sind bei 54, ey. Meine Gesundheit. Hm. Okay. Hm? Also man braucht 2 korrekte Beweise. Nee, haben wir irgendwie. Fingerabdruck und Buch. Ja, aber Aktion, gefrierte Geisterortsdunst. Der sagt, es gibt mir nichts. Ich muss die Beweise, die ich gesehen habe, nochmal prüfen. Wo ist denn dieses komische Buch? Bin ich noch drinne? Geisternotiz und was war es noch? Handabdruck. Wo ist ein Handabdruck? Steht nicht als Handabdruck drinne. Aber wie denn? Ach da. Und was hatten wir noch? Laser oder was war das? Infrarotbewegungsmelder. So, ich habe jetzt 3. Wenn du das andere wegmachst, kannst du doch auf das gehen. Wo steht denn, dass wir 3 brauchen? Na, auf der rechten Seite. You need choose 3 evidence. Start search. Aber dann ist Spuren von Ektoplasma falsch. Also wir haben definitiv haben wir die Notiz. Nee. Ich habe 100%ig einen Handabdruck an der Tür gehabt. Können wir auch Handabdrücke hinterlassen? Vielleicht ist deins auch falsch. Hattest du nicht noch Gefriertemperatur gesagt? Nee, da hatten wir 7 Grad. Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja die Kamera noch mal platzieren. Ich mache noch mal das Licht an. Aber hier steht doch, you need 2, correct, bla bla bla. Genau, wir brauchen 3 richtige Beweise. Hey, hier steht ein Need 2. Ja, 2 müssen richtig sein, 3 Beweise müssen wir anklicken zum Suchen. Und der sagt ja die ganze Zeit hier, wir haben jetzt 3 angeklickt und wir sind uns ja sicher mit der Geisternotiz. Und einer der anderen beiden müsste ja auch richtig sein. Aber wenn ich jetzt hier durchgehe, dann zeigt er uns nichts.
Check the evidence that I saw. Also wenn du zwei machst, zeigt er dir, kannst du da ja drauf gehen, dann Eklut, bla bla bla, wie das da auch ausgesprochen wird. Okay, der sagt, entweder sind es Geisterorbs oder der Infrarotbewegungsmelder. Ich habe jetzt mal die Geisterorbs einfach angeklickt. Weil beim Infrarotbewegungsmelder sagt er mir die ganze Zeit, es gibt nichts. Ja, aber der. Dann wäre es der Piru. Wo steht denn das? Kann ich hier überhaupt weiterklicken? Wo sieht man denn, wer was ist? Ich habe hier auf die Lupe, warte. So. Jetzt kannst du, wenn du jetzt ins Buch gehst, siehst du das eigentlich? Bin jetzt auch auf die Lupe gegangen. Okay, jetzt sind wir aber immer noch im Search. Kann ich hier irgendwas. Wie machen wir denn das Ritual? Noch gar nicht? Und was ist, wenn ich. Hä? Ich raff das hier gerade nicht. Okay, du bist auch bei Piru, ne? Jetzt ja. Okay, wollen wir mal die Jagd abschließen, weil ich. Wie? Wo muss ich da raufgehen? Muss ich noch irgendwas machen? Nee, bestimme den Geistertypen, führe ein Ritual des Exils aus. Aber wir haben gar nichts für ein Ritual. Ja. Das verwirrt mich. Das ist bei dir ja nicht schwer. Ich schließe die Jagd ab. Okay. Ich muss das nochmal lesen. Und das war falsch. Oh, hä? Next time, let's try the exile. Ja, also wir haben den Geistertypen haben wir herausgefunden, aber wir haben das Exil nicht gemacht. Good job, ja. Jetzt sind wir Level 1. Oh, yes, baby. Wir sind Level 1. Können uns trotzdem nichts kaufen, oder? Weißt du, was das, weißt du, was Level 1 bedeutet? Wir sind Macher. Wir haben Erfahrung gesammelt und sind jetzt ein bisschen erfahrener. Und? Okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal gucken, wie das mit dem Exile funktioniert. Schaltet beim nächsten Mal sehr gerne wieder ein. Wir werden uns bessern. Ich verspreche es. Beim nächsten Mal läuft das schon ein bisschen geschmierter. Bis dahin, macht's gut. Ciao.